Das eine Mal, wie ich beim Fenster stehe und nichts mehr weiß, das war dann sehr erschreckend. Ne? Und dann war diese fürchterliche Enttäuschung, dass ich nicht einmal beim Fenster gewusst habe, wo ich bin oder irgendwas. Ne? Ich habe früher mal gesagt, man muss nur alt genug werden, dann kann man Alzheimer erkranken. Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Wenn Sie eine Schutzmutation haben oder wenn Sie sich erfolgreich gegen Alzheimer wehren, privates Advanced Care Planning machen, dann kriegen Sie kein Alzheimer. Nun, was kann man vorbeugend machen? Es gibt eben die drei Dinge. Das eine ist, das Herz fit zu halten, das ist Bewegung und Bluthochdruck senken. Also ich mache jeden Morgen Intervalltraining, 40 schnelle Bewegungen, 60 langsame. Die 40 schnellen Bewegungen mache ich so, das sind Kniebeugen und Armbewegungen, angedeutet Kniebeugen, sodass mein Herz schneller schlägt. Ich habe das mal ausprobiert, was ich machen muss. Und dann eben mache ich dann tiefe Kniebeugen, 40, die jede 2 Sekunden dauern. Das ist 10 Minuten am Tag, das ist nicht sehr viel. Sonst muss man 30 Minuten am Tag Intervallspaziergänge machen. Intervallspaziergänge heißt einmal langsam schlendern, dann so schlendern, so laufen, dass das Herz ein bisschen anfängt zu pumpen. Und dann wieder langsam und dann wieder. Sonst bringt es nichts. Und dann die geistige Anregung, das ist der soziale Kontakt. Das Neugierigsein, glaube ich, lässt sich am besten anfangen. Und es ist wichtig zu hemmen, das Gehirn zu hemmen, dass das Gehirn Dinge bewusst macht. Und eine der Hemmmöglichkeiten besteht darin, indem man von 100 in 3 Schritten zurückzählt, während man läuft. Ich selbst mache es ein bisschen komplizierter. Ich mache angedeutete Kniebeugen und zähle rückwärts von 700 in 6er oder in 7er Schritte. Also 700 minus 6 ist 694, minus 7 ist 687, 681. Und ich komme dann bei 5 raus. Und das gelingt mir nicht jeden Tag, obwohl ich das schon seit vielen Jahren mache. Ich muss mich sehr konzentrieren. Das Radio läuft nebenbei, was ich bewusst mache, damit ich mich zwinge zum Konzentrieren. Und das ganze Lernen besteht im Unterdrücken von Nichtwichtigen. Das ganze Hören besteht darin, den Lärm auszublenden. Das ganze Sehen besteht darin, Augenblinken immer wieder frisch neu zu fokussieren, das andere auszublicken. Also ich sehe ja hier die vielen Bücher hinter Ihnen und was weiß ich was. Und ich sehe eigentlich nur Ihr Gehirn, bewusst. Also ausblenden ist wichtig. Und dann kommt dieser große Komplex der Ernährung, bei dem es insbesondere wichtig ist, auf Eiweiß zu achten. Natürlich dieser Vitamin B-Komplex. Muss ich das so vorstellen? Gedächtnis ist ja ein Umlagern von Informationen, die das Gehirn sieht, einen bereits vorhandenen Kontakt anspricht. Und da bleibt er nur Sekunden. Wenn er mehrfach angesprochen wird, wird der Trampelpfad, der da entsteht, breiter. Und jetzt wird da etwas gefunden, was schon besser dazu passt. Aber das muss jetzt, das passt nicht vollkommen. Wir haben ja Senderarme und Empfängerarme, die müssen jetzt aufeinander abgestimmt werden. Da brauchen wir Eiweißsynthese. Und für Eiweißsynthese müssen wir Eiweiß essen. Und wir brauchen den B-Komplex, weil die Eiweißsynthese startet immer mit dem gleichen Startblock. Das heißt Methionin, von Mühlmethionin und Methionin. Das heißt, wir müssen Eiweiß essen. Und alte Menschen oder auch junge Menschen meinen, man sollte nur Obst und Gemüse essen. Da ist wenig Eiweiß drin. Wir sind eigentlich Allesesser und man sollte die ganze Natur nutzen. Fleisch hat sehr viel Eiweiß, Muskel hat Eiweiß, nicht? Fisch hat sehr viel Eiweiß. Körnerfrüchte haben sehr viel Eiweiß, nicht? Also ein halbes Pfund Brot essen ist genug Eiweiß pro Tag. Wie viel Eiweiß soll ich denn am Tag essen?
Und Sie können im Internet nachschauen und jeder sagt Ihnen, wie viel Eiweiß wo drin ist. Also wenn Sie 20 Brötchen essen, haben Sie auch genug Eiweiß. Also, ein Gramm Eiweiß pro Körpergewicht. Ich muss 80 Gramm essen. Das kann auch ein fettfreier Käse sein. Also ich habe so meinen speziellen Käse, habe ich so zwei so kleine Leiber. Fettfreier Käse, Kümmel, die esse ich dann so wie Brote. Da bekomme ich meine 80 Gramm Eiweiß. Weil sonst esse ich natürlich, was meine Frau mir serviert. Es ist auch das Vitamin D ist ein Krisenproblem, weil die Leute nicht mehr ins Licht gehen und wir Licht brauchen, um Vitamin D zu machen. Auch da ist unbedingt wichtig, die Menge zu bestimmen. Und wir sehen das ja dann an den Brüchen, den Schenkelhalsfrakturen, die dann bei den alten Menschen auftreten. Also Mikronährstoffe sind ganz essentiell und wir sehen eben die Ernährungswissenschaft, die sich mit alten Menschen befassen, dass da ein großes Problem ist. Dass eben die Mikronährstoffe nicht in ausreichenden Mengen da sind, die man heute alle sehr gut nachweisen kann. Das liegt eben an der einseitigen Ernährung. Wenn die Zähne nicht mehr beißen, dann nimmt man halt Kost, die man nicht beißen muss. Und das ist eben dann, da ist natürlich kein Obst und Gemüse bei. Das ist nicht so gut und wir sollten gerade bei alten Menschen auf die Ernährung besonders schauen, insbesondere was die Mikronährstoffe betrifft.